Trommeln, Flöten, Schellen und bunte Kostüme. Auf dem Uniplatz in Fulda bewegen sich die Tempeltänzer aus Kandy in Sri Lanka. Sie führen traditionelle Tänze aus ihrer Heimat auf. Frauen bewegen sich in roten landestypischen Trachten, ein Mann tanzt mit buntem Rock und großer Maske, das Publikum ist begeistert. Viele Schaulustige bleiben stehen. Anlass der Aufführung ist das Jubiläum des Vereins Kinderhilfe Sri Lanka aus Neuhof. Seit 25 Jahren werden Kinder in Sri Lanka unterstützt. Unter anderem betreibt der Verein 8 Kindergärten. Wir haben uns mit dem zweiten Vorsitzenden der Kinderhilfe unterhalten. Und wir sind vom Kinderhelfer Sri Lanka. Wir feiern unser 25-jähriges Jubiläum. Das ist ein großartiges Fest für uns, weil wir haben nie gedacht, dass wir 25 Jahre lang diese armen Menschen und auch die Kinder in diesem Land helfen könnten. Aber jetzt ist es so lange geworden, aber wir sind stolz darauf. In Sri Lanka gibt es so verschiedene Tänze aus verschiedenen Regionen. Ne, das sind Tänze aus Süden und auch aus Hochland und auch Zentralgebiet. Und das bedeutet in Sri Lanka sehr viel für uns, diese Art vom Tanzen. Das ist auch religiösische Feste und auch Folklorefeste. Zum Beispiel dieser Kandy-Tanz mit diesem wunderschönen Kostüm. Das ist eine Tanzart, was in Hochland gibt. Und das nennt man als Hochland-Tanz. Ne, das ist ein Tempeltanz, ist das. Ne, in den Tempelfesten, zum Beispiel gerade jetzt in Kandy, gibt es einen Sahntempel. In das Sahntempelfest tanzt man auch mit Tausenden von Tänzer und Trommler bei diesem Fest. Wer sich die Tänzer noch einmal anschauen möchte, kann das am Montag um 19 Uhr im Gemeindezentrum in Neuhof tun. Dort findet ein großer sri lankischer Kulturabend statt.